jetzt an. Moin moin liebe Zuschauer, wir sind wieder die Happy Region Reporter unterwegs im Hansebelt, nachweislich der glücklichsten Region in Deutschland. Ja, genau. Wir sind hier in Lübeck auf der Altstadtinsel und hinter uns... Heute gucken wir uns mal das BR Sport Casino an, mal ein ganz anderes Unternehmen im Hansebelt. Das befindet sich hinter uns auf der Altstadtinsel von Lübeck. Seit 1962 gibt es sie hier und die gucken wir uns mal an. Wir müssen einlochen. Ich dachte fechten. Oder so. Jungs. Geil. Wir haben für euch nachgezählt, es gibt hier 19 Pooltische, ein Snooker, mehrere Kicker und Dartscheiben. Und die Besitzer haben eine ganz besondere Hansebelt-Verbindung. Und die suchen wir jetzt mal. Huch. Jetzt haben wir die beiden gefunden. Das ist Gianni, das ist Frank. Das sind die Besitzer des BR Sport Casinos seit 97. Und die beiden haben eine ganz besondere Hansebelt-Verbindung, denn er ist Deutscher und sie ist Genin. Und hier wird Freundlichkeit gelebt. Zum Thema gelebte Freundlichkeit. Ihr habt hier auch einen Welcome-Manager, habe ich gehört? Ja, das ist richtig. Unser Welcome-Manager, der hat die Hauptaufgabe, dafür zu sorgen, dass sich der Gast rundherum wohlfühlt. Und das beginnt bei der Begrüßung und endet bei der Verabschiedung. Und der hilft auch den Gast weiter, wenn er gerne Billard spielen möchte, aber keinen Tisch mehr frei haben, zu zeigen, dass er schon gerne einmal zum Tischfußball oder Dart gehen kann. Und ich habe gehört, er merkt sich sogar euren Namen. Und ich habe gehört, dass Frank hier der Oberprofi ist, was Poolbillard angeht. Und ich würde sagen, Challenge accepted, wir sehen uns am Tisch. Weiß noch nicht, war noch nicht dran. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. Mr. Lonely, wish I had someone to call on the phone. Lebt ihr denn? Ja. Hallo. Ah, yes. Diva, wie sieht's aus? Hast du gewonnen? Noch alles offen. Ich war kein einziges Mal dran. Wie, du warst kein einziges Mal dran? Kein einziges Mal. Nee, noch nicht einmal? Nein. Was macht ihr denn die ganze Zeit da? Ich warte. Hier, Frank hat ja gesagt, die haben 3 ausgebildete Barkeeper, Level 2. Oha. Alter, die haben richtig was drauf. Muss ich mal angucken, wie die Flaschen hier rumfliegen. Ja, das will ich jetzt aber auch sehen. Das kann ich auch. Aber ich heute Morgen bei Frühstück gemacht. Komm, lass mir mal in die Bar da. Hier, so, die mal los. Ja! Extra neu hier. Also wirklich mega leckere Cocktails hier. Auf jeden Fall super hochwertig und auch mit Liebe gemacht, wie alles super andere. Super lecker, echt. Ja. Hey Pauli, Dima, hallo. Was macht ihr hier am Tresen? Wolltest du nicht eigentlich gegen meinen Vater spielen? Hast du mal gegen deinen Vater gespielt? Ich kam kein einziges Mal. Er ist noch gar nicht dran gekommen da. Ja, das ist Lina, die Tochter, hier Welcome-Managerin. Die weiß, wer wo spielt, wer wann spielen will oder noch umverteilt wird oder so. Die hat alles im Blick. Ja, das ist mein Job hier. Also wenn ihr Lust habt, Dart oder Kicker habe ich gerade frei. Habe ich schon gemacht. Hat er alles schon gemacht. Wir haben uns jetzt was zu essen bestellt. Wir dachten, das dauert noch länger. Ja, werden wir darauf warten, dass die mal endlich weiterspielen kann, oder überhaupt noch spielen kann. Haben uns erstmal was Geiles zu essen besorgt. Ich habe hier so einen mega leckeren Flammkuchen. Was hast du da, Pauli? Tomate Mozzarella Flöte. Was hast du? Knobi-Brot. Ich glaube, er ist dran. Nee. Bist du sicher? Der wird gewunken. Leute! Mann, wie du packst schon ein, ich werde auch noch reich dran. Sei mir nicht böse, aber 10 mal an aus, die 10-0 für mich. Lass es mal gut sein jetzt.
Unentschieden, würde ich sagen. Dima, nächstes Mal packst du es. Ich glaube an dich. Aber in der Zeit haben wir es ja ein bisschen umgucken können hier im Laden. Und auch die ganzen Mitarbeiter, die sind ja richtig in der Happy Region angekommen. Die waren super fröhlich motiviert. Was macht ihr mit denen? Das Rezept ist ganz einfach. Letztendlich sorgen wir dafür, dass die Mitarbeiter Spaß an der Arbeit haben. Das bringt, dass die Gäste Spaß haben, hier zu sein. Wenn die Gäste Spaß haben, hier zu sein, haben Gianni und ich Spaß. Und diesen Spaß geben wir an die Mitarbeiter weiter. Und somit entsteht eine Win-Win-Win-Win-Situation. Das war unser Besuch im Billard-Sport-Casino hier in Lübeck. Eine feste Größe seit 1962 und das Konzept geht wirklich auf glückliche Mitarbeiter. Der Gast fühlt sich echt wohl. Ja, dafür sorgen natürlich auch die garantierten Öffnungszeiten in der Woche bis 1 Uhr und am Wochenende bis 3 Uhr. Und wenn viel los ist, auch noch mal länger. Und wir freuen uns schon auf weitere spannende Unternehmen hier in der Happy Region. Ob ich noch mal gegen ihn kickern soll? Habe ich schon mal, lass es lieber. Okay.